Sunita kann endlich wieder Kind sein. Die 13-Jährige lebt in einem der südindischen Kinderheime, welche die EMS unterstützt. Basler Missionare haben das Heim Mitte des 19. Jahrhunderts gegründet. Dort finden rund 45 Kinder ein neues Zuhause. Sie kommen aus schwierigen Lebensumständen, sind teils Waisen oder die Familie ist so arm, dass die Kinder schon von klein auf an arbeiten mussten. Kindern gleich welcher Religion soll in Tombala ein besseres Leben ermöglicht werden. Zu Hause konnte ich nicht lernen, im Heim aber kann ich das sehr gut. Und ich habe Gott kennengelernt. Als ich noch zu Hause gelebt habe, war es sehr schwierig für mich, überhaupt zur Schule zu kommen. Im Heim ist das leicht, weil die Schule gleich nebenan ist. Als ich noch zu Hause war, sah der Alltag ganz anders aus. Mein Vater hat, nachdem er Alkohol getrunken hatte, mit uns allen gestritten. An einem Tag bin ich sogar deswegen von zu Hause weggelaufen. Er hatte mich unnötig geschlagen. Sunita hat noch Kontakt zu ihrer Mutter. Sie lebt mit ihrem zweiten Mann in einer Hütte in einem nahegelegenen Dorf und verkauft Fische am Hafen. Das Geld reicht aber nicht zum Leben. Sunitas Stiefvater trinkt aus Verzweiflung und schlägt die Mutter. Für Sunita ist dieser Albtraum dank des Kinderheims vorbei. Sie lebt gern in Tombala, eine der 8 von der EMS unterstützten Einrichtungen dieser Art in Indien. Das Heim bietet Kindern wie Sunita ein richtiges Zuhause und Geborgenheit. Sie haben ein Dach über dem Kopf, bekommen regelmäßig etwas zu essen, können mit Gleichaltrigen spielen und die Erzieherinnen stehen ihnen rund um die Uhr beiseite. Es ist für alle selbstverständlich, an den täglichen Andachten teilzunehmen und den sonntäglichen Gottesdienst zu besuchen. Das vornehmliche Anliegen des Heims ist es aber, den Kindern eine gute Ausbildung zu ermöglichen. Die Schule liegt genauso wie die Kirche auf dem Gelände der ehemaligen Station der Basler Mission. Die Mädchen haben also keinen weiten Schulweg. Durch den Schulabschluss können sie dann aus eigener Kraft in ein besseres Leben starten. Wir bringen die Kinder hier in das Projekt, wo wir ihnen Disziplin vermitteln. Disziplin ist sehr wichtig, weil die Kinder das für ihr zukünftiges Leben brauchen. Zu Hause in ihren Familien lernen sie das nicht, weil die Eltern oft mit ihren eigenen Problemen überfordert sind. Darüber hinaus geben wir ihnen Sicherheit. Heutzutage sind Mädchen nicht einmal bei ihren Familien zu Hause sicher vor sexuellen Belästigungen. Sogar kleine Kinder sind davon betroffen. Hier im Heim beschützen wir sie vor solchen Übergriffen. Zudem lernen die Mädchen hier im Heim Werte, nicht nur christliche, sondern auch andere gängige Moralvorstellungen. Besonders Mädchen haben es schwer in Indien, weil sie für eine indische Familie eine finanzielle Belastung darstellen. Es kostet Geld, sie zu verheiraten. Rund ein Drittel der 1,2 Milliarden Inder lebt schließlich noch unter der Armutsgrenze und hat täglich nur einen Dollar pro Kopf zum Leben zur Verfügung, auch wenn das Land in den letzten Jahren einen wirtschaftlichen Aufschwung erlebt hat. An dieser positiven Entwicklung sollen auch die Kinder aus Tombala teilhaben. Einige gehen nach dem Schulabschluss auf eine weiterführende Schule oder gar Universität. Für andere besteht auch die Möglichkeit, auf dem Gelände des Heims eine Ausbildung zur Näherin zu absolvieren. Das Kinderheim war wie ein zweites Zuhause für mich, auch wenn es ganz anders als bei meiner Familie ist. Als ich hierher kam, konnte ich viele Kinder von ganz unterschiedlichen Familienverhältnissen kennenlernen. Und es gab sehr viele Betreuerinnen, die auf uns aufgepasst haben. Wir haben sehr viel gelernt. Die Talente, die Gott mir gegeben hat, sind von den Erzieherinnen erkannt und gefördert worden. Ich habe hier große Fortschritte gemacht. Ich habe auch Disziplin gelernt und doch hatte ich alle Freiheiten. Ich habe so gelernt, mich zu trauen, vor allen zu sagen, was ich denke. Ich habe mich unglaublich entwickelt und werde so ein erfolgreiches Leben führen können. Auch die anderen Mädchen werden in ein paar Jahren selbstständig ihr Leben meistern können. Sie haben große Ziele. Ich würde gern Polizistin werden. Ich möchte Gerechtigkeit fördern, besonders für die Armen.
Ich würde gern Ärztin werden. Ich will später mal arme Leute wie uns medizinisch versorgen können. Ich möchte gern Lehrerin werden. Mit einer Spende helfen sie diesen Kindern, ihre Träume zu erfüllen und auch einfach noch Kind sein zu dürfen. Wurden Sie